Hallo Yugi-Freunde, ich bin's, euer Dirk. Ich bin Robert. Und heute heißt es unserem Yu-Gi-Oh! Spotlight ein lang ersehntes Armageddon und ein bisschen ja, Wegzoll für den Weg für den Fährmann ins Reich der Schatten. Ja. Wir öffnen das neue Battle of Legends Armageddon und haben ein bisschen Sammelmerchandise für euch. Viel Spaß. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Eröffnen wollen wir das Spotlight natürlich wieder mit der Auflösung unseres letzten Gewinnspiels und diesmal darf sich freuen der gute Suchelux. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Aber auch diese Woche haben wir wieder einen super Preis für euch in der Verlosung. Nämlich 5 OTS-Packs und zwar einmal die 11, zweimal die 12 und zweimal die 13. Ja. Ja, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr nur 3 einfache Dinge tun. Müsst den Kanal abonnieren, das Video liken und einen netten Kommentar da lassen. Ja, und schon seid ihr in der Verlosung drin und wir drücken natürlich wieder jedem Teilnehmer die Daumen. Toi, toi, toi. So, bevor wir aber jetzt zu unserem eigentlichen Thema des Tages und den Kommentaren vom letzten Spotlight kommen, haben wir noch ein paar andere nette Informationen, die wir euch noch ein bisschen teilen können. Als erstes mal ein riesen Dankeschön dafür, dass wir mittlerweile auf unserem YouTube-Kanal 20.000 Abonnenten haben. Also wir haben wieder eine neue Schallmauer durchbrochen, würde ich sagen. Ja, da gibt es dann würde ich sagen, erstmal ein bisschen Applaus für. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön für euren Support. Genau, für eure Treue, eure Unterstützung. Aber das ist noch lange nicht alles, denn wir haben auch auf Twitch mittlerweile über 1.500 Follower, also unsere wöchentlichen Duell-Streams, sowohl im Magic als auch bei uns im Yu-Gi-Oh!-Bereich, scheinen euch wirklich sehr, sehr gut zu unterhalten und auch zu freuen. Also von daher, da auch nochmal ein riesen Dankeschön von unserer Seite. Genau, Dankeschön dafür. Genau, und wir haben noch ein bisschen mehr, denn wir haben auch von unseren treuen Zuschauern auch ein bisschen mehr zu berichten, denn einige von euch sind wirklich so bereitwillig, uns noch weiter zu unterstützen bei unserer Arbeit, dass sie auch ein paar kleine Spenden dagelassen haben über die Twitch-Seite. Und da bedanken wir uns insbesondere bei Richie1, dem Pflanzenfan, dem Razer, dem Simor LP, Bernie Diener und Tomase Minister, Minster. Also von daher vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auf der Seite. Dankeschön, danke. Ebenfalls auch besten Dank an FFABSN für das Hosten unseres Kanals. Also wir freuen uns da wirklich, dass ihr uns da so sehr unterstützt und das zeigt eigentlich, dass unsere Arbeit auch wirklich funktioniert und auch wirklich das, auch das Richtige ist. Ne? Also, die Leute das sehen wollen. Genau. Also da auf jeden Fall besten Dank nochmal an euch im Speziellen. Ja. Und schaut auf jeden Fall wieder regelmäßig rein bei unseren wöchentlichen Duell-Streams, jeden Samstag auf twitch.tv/traderonline-video, wenn ihr dann spannende Duell-Videos im Bereich Yu-Gi-Oh! sehen wollt. Ansonsten haben wir auch nochmal sonntags die Magic-Riege am Start, die auch nochmal euch mit spannenden Duellen nochmal unterhalten wird. Und freitags ist auch nochmal ein bisschen Programm auf Twitch. Also von daher da regelmäßig mal bei unseren Magic-Kollegen reinschauen. Die freuen sich natürlich auch über rege Zuschauerbereitschaft genau. Und Unterstützung. Gut, dann geht es aber jetzt weiter mit unserem letzten Spotlight und da haben wir ja uns das neue Structure Deck zu den Sacred Beasts, also den heiligen Ungeheuern, ein bisschen angeguckt. Ja, haben wir. Na, also ein Deck, was durchaus ein bisschen die heiligen Ungeheuer wieder ins Spiel bringen soll und auch, glaube ich, denke ich, ganz gut das zumindest ein bisschen ermöglicht, die wieder ein bisschen spielbarer zu machen. Ja, doch, noch ein bisschen hat es geschafft. Genau, und das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Meinung von euch halt wieder, denn wir haben sehr, sehr viel positives Feedback also auch zu dem Deck halt bekommen, weil viele sind halt Fans von den heiligen Ungeheuern und freuen sich auf das Deck tatsächlich. Gibt natürlich auch wieder ein paar Gegenstimmen, das ist aber auch vollkommen normal. Ja, das ist ganz normal, aber das ist bei jedem Deck doch genau, so. Aber der Großteil freut sich wirklich über das Deck und das spiegelt sich auch in euren Kommentaren wieder. Ja, der erste Kommentar kommt von Kai Rugala. Das war wie immer ein sehr informatives Video. Ich war schon lange am Überlegen, mir dieses Deck zu holen, um in meinem Freundeskreis mal was Einzigartiges zu haben. Leider ist mir jemand zuvorgekommen. Ja. Ja, shit happens. Kann passieren. Kann passieren. Wenn der Freundeskreis zu groß ist, zu viele Leute mit einem Yugi spielen, dann passiert das schon mal. Oder die Leute, die gleiche Interessen haben vom Deck her, dann kann es halt schon mal vorkommen, dass jemand halt ein bisschen schneller ist. Soll ich aber trotzdem nicht daran hindern, das Deck einfach mal trotzdem zu holen, denn es kann durchaus eine Menge Spaß machen. Das ist wirklich ein sehr gutes offensives Deck auch. Ja, also von daher nicht unbedingt daran hindern lassen. Vielleicht auch in einer anderen Variante halt spielen, weil gerade der Support für die heiligen Ungeheuer ist ja wirklich sehr, sehr weitreichend und generisch für die drei Ungeheuer im Speziellen. Deswegen kann man da ja auch verschiedene Varianten spielen. Man kann sich mehr auf halt Uria oder Raviel oder auch Harmon fokussieren. Ganz genau. Ne? Also da kann man auch verschiedene Kombinationen Richtung mit Kristallungeheuern zum Beispiel halt machen, wenn man Harmon halt spielen möchte. Uria ist ja eher so das verfallenlastigere Decks. Also von daher kann man dann irgendwie was Floodgate-mäßiges machen. Genau, oder man nutzt den ganzen Support auch anderweitig, denn teilweise ist der Support ja auch eher auf Unterwäldler halt reduziert. Also da kann man auch beispielsweise Spielereien mit Jubel zum Beispiel halt anstellen. Oh ja. Also von daher, Möglichkeiten gibt es da eigentlich genug, die neuen Support halt zu nutzen. Genau.
Genau, dann mache ich mal weiter mit einem Beitrag von Shuya the Daimyo. Ich hoffe echt, dass der neue Support da was reißen kann. Ich freue mich schon voll auf das Structure Deck. Macht weiter so, Jungs. Mal gucken, vielleicht sieht man das Deck ja in einem Quarantäne-Stream und dann auch noch von euch. Ja, ich würde einfach mal die Streams ein bisschen verfolgen. Also von daher schaut da gerne mal genau, die Wiederholung. Schaut, mal rein. Schaut die Wiederholung gerne mal noch auf unserem YouTube-Kanal gerne mal nochmal nach, denn die Chance ist gar nicht mal so schlecht, dass einer von uns das Deck auch mal im Stream spielen wird. Also genau, könnte passieren. Könnte passieren. Schaut die Wiederholung an oder schaut direkt im Stream nach. Genau. So, der nächste Kommentar kommt von Falarino. Das Structure Deck finde ich nicht schlecht. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Starter und einem Structure Deck? Ja, ein Starter Deck ist eigentlich dafür gebaut, dass man das als ein Deck direkt spielen kann. Und Structure Deck ist eher so dafür gebaut, dass man da halt sich drei davon zulegt und daraus dann ein Deck zusammenbaut. Oh. Das ist halt auch für Konami eine gute Chance, Reprints zu bringen, die sonst in dem Deck nicht gespielt werden würden, aber halt in anderen Decks zu gebrauchen sind. Zum Beispiel jetzt der Gefahr Chupacabra dem Sacred Beast Structure Deck, den kannst du im Deck selber eher weniger gebrauchen, aber es ist halt ein schöner Reprint. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die Starterdecks so den Charakter haben, halt den Einsteigern, also wirklich kompletten Anfängern, den Zugang halt zum Spiel halt näher zu bringen. Also dass sie halt wirklich kennenlernen, wie funktioniert das Spiel eigentlich, wie funktioniert beispielsweise eine bestimmte Mechanik. Das war ja mit den letzten Starterdecks ja für die neue Link-Mechanik ja auch der Fall, dass man da halt das ganze Spiel mit Link-Monstern so ein bisschen halt lernen konnte. Und Structure-Decks, die fokussieren sich halt auf ein konkretes Deck-Thema, ne? Also wie jetzt zum Beispiel die Heiligen Ungeheuer, wie die Dinosaurier, wie das Schattenpuppen-Structure-Deck, nur mit Schattenpuppen halt seinen Fokus halt gelegt hat. Ja. Sind halt Structure-Decks auf bestimmte Themendecks halt ausgerichtet. Das ist so der wesentliche Kernunterschied zwischen diesen beiden Charakteren. Ne? Also Starter-Decks eher so ein bisschen, ja, sag ich mal so Haufen, kombinationsmäßig halt für Anfänger und für Einsteiger halt ja, zusammengebastelt und Structure-Decks wirklich für einzelne Deck-Themen. So der wesentliche Kern eigentlich. Jo. Gut, den letzten Beitrag liefert heute Diablo LOW. Moin Dirk und Robert, mir gefällt es nicht, wie man Dinos mit Krystron spielt und dem ganzen anderen Synchro-Quatsch. Kann man Dinos auch ohne diesen Müll spielen? Was für Link- oder Exis-Monster würdet ihr da empfehlen? Ich finde den Kommentar super. Bin gerade schon gelesen, ich finde den toll. Dankeschön dafür. Danke, Dinos mit Synchros ist Müll, hast recht. Ja, also ich habe das im Stream einmal gespielt. Ich würde immer in Richtung 9er Exis gehen für den wahren König aller Katastrophen. Mhm. Und halt als Support dann die beiden Evolzar, die Drachen da drin, den Lagia und den Dolka. Dolka, genau. Und als Link dann alles, was dir sonst so einfällt, da kannst du, kann man so viel mitspielen. Pentaskäfer würde sich gut empfehlen, gerade über den Ultimativleiter Tyranno. Ist der doch ganz witzig. Ja, wobei der Ultimativleiter Tyranno auch die Monster schon per se mit seinem Effekt so entsorgt, also eher für andere Monster, die einen durchschlagenden Kampfschaden vielleicht gebrauchen könnten. Ja, aber so kann man halt auch manchmal auch mehr Schaden machen. Das ist teilweise schon richtig. Also Link-Monster braucht man vielleicht gar nicht mal so großartig in dem Dino-Deck, weil das Dino-Deck lebt gar nicht wirklich großartig vom Extra-Deck selber. Es kann ja so schon mehr als genug eigentlich anstellen. Insbesondere wenn man quasi die Full-Power-Variante mit auch mit dem Bling-Bling-Kroko halt spielt. Und dem Topf der Extravaganz. Und dem Topf der Extravaganz. Da braucht man das Extra-Deck eigentlich gar nicht mal so viel. Ne? Also, nee, genau. Ne, man kann das halt ein bisschen darauf anlegen, dass man halt zwei 9er-Monster auf das Spielfeld halt legt. Ich meine, der Lythosagim zum Beispiel ist ja eine ganz gute Basis schon mal als entsprechendes Monster. Und wenn man noch ein passendes weiteres Level 9-Monster daneben legt, hat man halt den wahren König aller Katastrophen, der ja wirklich ein Boss-Monster vor dem Herrn halt ist. Ja. Also von daher, so viel Extra-Deck brauchst du da letzten Endes nicht. Also da kannst du die generische Option halt raussuchen, die mehr oder weniger überall spielbar sind. Die Albtraumritter zum Beispiel, Phönix Einhorn zum Beispiel sind da ganz gute Sachen. Ne, der Pentaskäfer ist dann eine ganz nette Sache. Oder auch sowas wie der Untertaktungsübernehmer. Der ist ja auch ganz nett, wenn man dann so ein dickes Monster mal nicht überrennen kann ohne weiteres. Ja. Dann macht man den einfach, schrumpft man den einfach ein bisschen runter. Ne, also da gibt es halt mehr als genug Optionen. Such dir da was Passendes für deine Zwecke halt raus. Aber du wirst in den meisten Fällen kein großartiges Extra-Deck für ein Dino-Deck halt benötigen. Genau. So, das war's mit den Kommentaren für diese Woche. Schreibt auch diesmal wieder fleißig Kommentare zu unserem Opening und unserem ja, weiteren kleinen Showcase von unserem coolen Merchandise, den wir diesmal mitbekommen haben. Ja. Also von daher, wir hüpfen jetzt zu unserem Opening-Tisch rüber und dann schauen wir mal, was wir da für nette Kleinigkeiten heute für euch da haben. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon mit nur unserem Display Battle of Legends. Unser Sammelmerchandise werden wir in ein separates Video auslagern. Also von daher freut euch da über nette kleine Sammelsachen für diejenigen, die halt nicht nur die Karten mögen, sondern auch die Sachen drumherum. Aber wir wollen uns jetzt halt fokussieren auf das neue Battle of Legends Armageddon. Ja. Und ich glaube, da werden nicht nur wir beide sehr, sehr stark drauf gewartet haben. Nein, das stimmt. Sondern auch viele von euch da draußen werden dieses Produkt schon sehnsüchtig erwarten. Denn es bietet wirklich eine ganze Menge cooles Zeug. Ja.
Gut, dann schauen wir noch mal rein. Und was ich halt wieder cool finde bei den Boostern ist, sie haben halt wieder variable Designs bei den Booster Packs. Also das ist ja wirklich eine Sache, die darf sich gerne auch so fortsetzen. Mhm. Denn andere Kartenspiele machen das ja auch schon, dass sie halt von, keine Ahnung, 2, 3, 4 wichtigen Karten aus dem Booster Set, die sie als Material, als Cover halt benutzen. Und bei den Battle of Legends haben wir es halt hier auch wieder, weil wir einfach hier 5 ikonische Drachen drin haben, die ihr Debüt jetzt bei uns in Europa hier feiern dürfen. Das sind dann halt 5 Drachen, die eine neue Version bekommen haben. Mhm. Und ich hoffe auch, dass das 5 verschiedene Artworks sind auf den Booster Packs. Das können wir ja relativ schnell herausfinden bei unserem Opening. Wir können da schon mal kurz grob reingucken, aber ich glaube, er sieht verdammt gut aus. Ne? Ja, ich glaube wohl. Das sind dann doch die meisten dabei. Guck mal hier, ich habe ja die anderen einfach schon direkt hintereinander. Genau, also hier haben wir unsere 5 wichtigen neuen Monster, die auch in diesem Booster vertreten sind, die Neuauflagen von unserem Urteilsdrachen, Trishula, Drache der Eisbarriere, dem Chaos-Imperator-Drachen, dem rotäugigen Finsterdrachen, Metalldrachen und dem finsteren bewaffneten Drachen. Mhm. Alle in neuem Gewand, mit neuen Fähigkeiten und auch mit einem neuen Kartentyp, als sie vorher eigentlich waren, mit Ausnahme von, ja, wobei, doch auch er. Also von daher hoffen wir auch mal, dass wir von allen 5 auch mindestens einen mal gezogen haben. Das wäre schön. Ja, nichtsdestotrotz, das ist nicht das Einzige, was dieses Set zu bieten hat, denn wir haben noch viele, viele andere coole Sachen drin. Und noch 2 ganz besondere Sachen. Mhm. Ja, auch da ist die Frage, kriegen wir sowas oder kriegen wir sowas nicht? Das schauen wir mal, je nachdem, wie selten die denn noch geworden sind. Ja, genau. Gut, möchtest du anfangen? Ja. Gott. Hoffentlich sind nicht so viele neue Karten da drin. Ich kann die doch von hier aus nicht lesen. Ja, da kriegst du die erste neue Karte. Das ist schon die erste neue Karte. Gut, dann zoomen wir mal ein bisschen ran, damit man auch schön mal sehen kann, was wir hier für schicke Sachen haben. Das ist Nummer 4, Numerontor, Katvari. Mhm, genau, also wir haben neue Nummermonstern von 1 bis 4. Und plus eine Chaos Nummer 1 haben wir auch noch spendiert bekommen. Okay. Und diese Numeron-Karten haben wir schon jetzt im Vorfeld, als die ersten Spoiler bekannt gegeben worden sind, für sehr, sehr viel Furore gesorgt. Denn diese Karten sind wirklich OTK-trächtig und die haben es wirklich in sich. Ja, aber die kann ich sogar vorlesen, die Schrift ist groß genug. Es ist, braucht 3 Monster der Stufe 1. Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Am Ende des Damage-Steps, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners gekämpft hat, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen. Verdopple bis zum Ende dieses Spielzugs die ATK aller Numeron-Monster, die du derzeit kontrollierst. Ja, jetzt stelle man sich mal vor, man hat nicht nur einen der Kollegen draußen, sondern gleich mal 4 von den Kollegen draußen. Dann hat man auf einmal ganz plötzlich nach ein paar wenigen Angriffen einfach mal 4 Monster mit bis zu 16.000 Angriffspunkten da liegen. Ja. Das ist schon nur schon hart. Das ist schon nicht wenig, das stimmt. Mhm. Und wobei 4 Monster mit 8.000 Punkten. Ja, und das ist auch gar nicht so schwer, die rauszuholen. Ich habe schon Kombos gesehen. Also ja. Der passende Support dafür, um die rauszukriegen, der wird auch direkt mitgeliefert. Ja. So, dann haben wir einen Blumenkatzian Kirschblüte. Mhm. Ich weiß nicht mal, ist der neu oder ist der nicht neu? Der ist tatsächlich neu. Also okay. Wir haben hier ein neues Blumenkatzian-Monster mit einem sehr winzig kleinen Text, den ich wahrscheinlich dann einmal vorlesen darf. Ich habe gerade gedacht, oh verdammt. Gut, also wir haben ja wieder das typische Kriegermonster bei den Blumenkatzian. Hier eine Level-3-Monster, auch mit den typischen 100 Angriffs- und Verteidigungspunkten, wie es die meisten kleinen Blumenkatzians auch haben. Mhm. Und diese Karte besagt Folgendes. Falls du ein Blumenkatzian-Monster der Stufe 2 oder niedriger kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Zusätzlich kannst du für den Rest dieses Spielzugs keine Monster als normale Spezialbeschwörung beschwören, außer Blumenkatzian-Monstern. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Blumenkatzian-Monster als Tribut anbieten, ziehe eine Karte und falls du dies tust, zeige sie. Dann, falls es ein Blumenkatzian-Monster ist, kannst du ein Blumenkatzian-Monster von deinem Deck nehmen, außer Blumenkatzian-Kirschblüte, und entweder deine Hand hinzufügen oder als Spezialbeschwörung beschwören. Dann lege die Karte, die du gezogen hast, ebenfalls auf den Friedhof. Ja, das gibt dem ganzen Blumenkatzian-Deck doch ein bisschen mehr Konstanz, sich gezielt ein beliebiges Blumenkatzian-Monster, solange es halt spezialbeschwörbar ist, sich aber direkt auf das Spielfeld zu beordern, was natürlich für gerade viele Kombinationen mit den Blumenkatzians, beziehungsweise auch teilweise für den FTK, dass das Deck ja auch durchaus drauf hat, gar nicht mal so schlecht sein kann. Also von daher ist diese Karte gar nicht mal so verkehrt, um halt hier ein paar nette kleine Stabilitätskombos zu ermöglichen. Ja. So, dann haben wir hier Cantalosa, mystisches Ungeheuer des Waldes. Ein Reprint in hübscherer Form nochmal. Ja, sehr süß. Soll auch wahrscheinlich eine kleine Anspielung auf das nächste Hauptset Rise of the Duelist sein, weil da bekommen wir ein neues Ungeheuer-Thema, nämlich die Melfis. Ja, kleines süßes Ungeheuer. Ja, und da passt natürlich Cantalosa wirklich super mit dazu. Ja, Erde Stufe 2 Ungeheuer. Mhm, was will man mehr? Genau. Dann haben wir Gerätewesen Wagenkappa.
Ja, die Gerätewesen, ein neuer Archetyp, den wir jetzt in diesem Set auch mit vertreten haben. Mhm. Ein neues kleines Link-Thema. Es ist nun mal sehr umstritten, ob das Deck wirklich gut oder nicht so gut ist. Das wird sich halt noch zeigen, denke ich mal, in den nächsten Wochen, wenn dann die ersten Probeversuche mit den Decks dann vielleicht auch mal online irgendwo stattgefunden haben. Ich selber bin noch nicht ganz sicher, wie gut das Deck sich etablieren kann oder wird. Ja. Nichtsdestotrotz wollen wir mal kurz auf den Effekt eingehen. Und ja, geh du mal ab. Ja, dann gehe ich mal drauf ein. Also wir brauchen als Material ein Gerätewesen-Monster, um den Wagenkapper zu beschwören. Diese Karte kann nicht in dem Spielzug als Link-Material verwendet werden, indem sie als Link-Beschwörung beschworen wurde. Du kannst diese kreuzgelinkte Karte als Tribut anbieten. Beschwöre ein Gerätewesen-Link-Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof, außer den Wagenkapper selber. Du kannst diese Karte, die nicht kreuzgelinkt ist, als Tribut anbieten. Beschwöre ein Gerätewesen-Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Du kannst jeden Effekt von Gerätewesen-Wagenkapper nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, so ein kleiner Multi-Reborner, der beide Beschwörungseffekte pro Zug benutzen kann, ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Ist gut, ja. Abhängig davon müssen wir auch erstmal gucken, was können die ganzen anderen Gerätewesen eigentlich. Und dann kann man halt besser entscheiden, wie gut hilft denn eigentlich unser Wagenkapper an der Stelle. Und das müsste dann dahinter die Secret Rare sein, aus dem wir bekommen. Genau. Das war ein Eiszeitungeheuer Polarpinguin. Mhm. Oh, ich mag Pinguine. Ja, Pinguine sind ganz knuffig und da haben wir auch einen Vertreter aus dem Anime letzten Endes. Denn der ist in dem Sechsel-Anime, oder war das? Nee, in dem Arc 5-Anime. Da war das damals bei diesem großen Dimensionsturnier oder was das da damals war. Sprichst du leider mit dem Falschen. Ja, hast du jetzt nach GX habe ich aufgehört zu gucken. Ja. Also der wurde auch später einmal in der Serie halt gespielt von einem kleinen Mädel, das sich so auf Eisungeheuer, auf Eiszeitungeheuer fokussiert hat. Und hier haben wir auch zwei Vertreter oder zwei oder drei Vertreter mit in diesem Set drin. Oh, den Text kann ich sogar lesen. Sehr schön. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert, gib es auf die Hand zurück. Falls diese Karte auf dem Spielfeld durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört wird, kannst du eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert, gib sie auf die Hand zurück. Du kannst nur einen Effekt von Eiszeitungeheuer Pinguin pro Spielzug verwenden und in dem Spielzug nur einmal. Ja, Karten zurückzuschicken auf die Hand des Gegners ist schon mal eine ganz nette Sache. Mhm. Das hilft auf jeden Fall. Vor allem, weil wir auch für die Pinguine auch mit neuem Support rechnen dürfen in Rise of the Duelist unter anderem. Also ja. Nicht nur in dem Eiszeitungeheuer-Thema selber, sondern auch in dem Pinguin-Deck kann die Karte ganz gut aufblühen. Und schön ist, dass sie nicht durch den Karteneffekt des Gegners zerstört werden muss, sondern kann auch durch den eigenen Karteneffekt zerstört werden. Das ist auch ganz wichtig, ja. Gut, dann mache ich mal weiter. Ja. So, dann schauen wir doch mal. Ich eröffne mein erstes Booster mit einem Goyo-Verteidiger. Oh ja. Auch als Reprint hier enthalten. Auch in schön. Genau, auch in schön nochmal. Der war sogar gar nicht mal so schlecht. Also den konnte man, wenn man die richtigen Kombinationen gespielt hat, konnte man im ersten Zug aber direkt mal drei von den Kollegen halt rauslegen. Mhm. Wenn man es dann noch einen passenden Empfänger daneben gelegt hat, konnte man schon noch ein recht dicke Synchro hinlegen. Ja. Das ist schon mal ein ganz nettes Kärtchen. Dann haben wir ein Buch des Mondes. Das finde ich sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ist schön geworden. Ist sehr hübsch, ja. Wobei man halt sagen muss, Buch des Mondes wird momentan wirklich sehr wenig bis gar nicht gespielt. Ja. Also ist halt schade, weil die Karte war wirklich mal eine Zeit lang extrem gut. Ja. So, dann haben wir die Numeron-Mauer. Auch eine gute Supportkarte für das Numeron-Thema, die es halt immer uns ermöglicht hat, wirklich diese starke Kombination aufs Spielfeld zu legen. Ich glaube, das ist die Supportkarte dafür. Ja, genau, das ist die wichtigste. Die eine und die wichtigste auch mit. Falls du keine Karten kontrollierst, außer eine oder mehr Numeron-Mauer-Schnelleffekte, du kannst diese Karte von deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Aktiviere ein Numeron-Netzwerk direkt von deiner Hand oder deinem Deck. Du kannst diesen Effekt von Numeron-Mauer nur einmal pro Spielzug verwenden. Wenn du Kampfschaden erhältst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören und falls du dies tust, beende die Battlephase nach dem Damage-Step. Ja, also hier haben wir nicht nur einen kleinen Angriffs-Beender, sag ich mal, also Battlephasen-Beender. Mhm. Nein, wir haben auch wirklich den Starter für die Schlüsselzauberkarte, oder eine der beiden Schlüsselzauberkarten für das Numeron-Thema, die hat diesen OTK wirklich ermöglicht. Also von daher, die Karte ist dreimal absolut Pflicht, um halt diese Kombo halt ausspielen zu können. Jo. Ich habe auch schon böse Varianten mit Numeron und Endlich zusammen gesehen, also das ist nicht so schön. Also das Deck ist schon wirklich krass. Ja. Gut, dann geht es weiter mit einer Nummer 4, Numeron Tor Katavari. Die hattest du ja auch gerade schon. Ja. Aber ich lege noch eine Nummer 92, Hard Earth Chaos Drachen, also Reprint drauf in A Secret Rare. Mhm. Ich glaube, die Karte war ursprünglich meine Rare-Karte sogar nur gewesen, deswegen das optische Upgrade. Eigentlich nett, aber man hat diese Karte bisher nie wirklich irgendwo gesehen oder gespielt. Ich glaube auch nicht. Mhm. Weil die C-Monster sind so oder so relativ wenig verwendet worden. Mhm. Ja, ich habe
wo man eine Zeit lang ein kleines Rank-Up-Deck gespielt, wo ich dann aber mich dann mehr auf die Utopia-Monster fokussiert habe. Denn diese Chaos-Nummern waren halt immer teilweise sehr schwer zu beschwören. Also auch am besten halt über diese Rangsteigerungszauber. Aber wenn man sich halt sieht, dass der Kollege per se schon 4 Monster der Stufe 10 hat benötigt, ne, dann also die Vorstufen haben immer einen Monster weniger benötigt, dann braucht man also schon mal 3 Monster der Stufe 10, um die Basisform zu beschwören und dann noch die Rangsteigerungszauber, um dann auf die Chaos-Form zu gehen. Also das ist schon nicht ganz ohne. Gut, aber trotzdem sieht er wirklich cool aus, muss ich halt sagen. Also der Secret-Effekt kommt bei dem Chaos-Drachen sehr, sehr gut rüber. Der kommt wirklich gut rüber. Ja. Dann könntest du es ja in Zügen spielen. Theoretisch. Oder auch beim Heilige Ungeheuer-Deck. Ja. Oder was dir sonst noch so einfällt. Ja, alles, was Level 10 beschreibt. Heilige Ungeheuer mit Zügen zusammen. Mhm. Ein Gerätewesen-Dosentroll. den Namen mag ich. So, falls du ein Gerätewesen-Monster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Falls ein anderes Gerätewesen-Monster als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite beschworen wird, solange du dieses Monster kontrollierst, außer während des Damage-Steps, du kannst ein Gerätewesen-Dosentroll als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Du kannst jeden Effekt noch einmal pro Spielzug verwenden. Mhm. Ja, kann weitere beschwören, kann sich selber beschwören, wenn man noch mehr Kombos macht und dann gerade mit dem Wiedergeburt von Friedhof, kann man bestimmt noch ein paar schöne Sachen machen. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Link-Kombos mit Sicherheit möglich. Ja. Und dass dir der Troll gefällt, kann ich mir gut vorstellen, weil du nicht selber so ein Troll bist. Ne? Dankeschön. Bitteschön. Das ist in Nummer 3, Numerontor Trini. Mhm. Für Trini da vielleicht. Okay, es braucht 3 Monster Stufe 1. Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Am Ende des Damage-Tests, falls diese Karte gegen ein Monster eines Gegners gekämpft hat, du kannst einmal treffen von dieser Karte abhängen. Verdopple bis zum Ende dieses Spielzugs die ATK aller Numeron-Monster, die du derzeit kontrollierst. Also diesen Effekt haben wirklich alle diese Numeron-Tor-Monster gemeinsam. Ja. Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr großartig eingehen. Also wenn wir jetzt Nummer 1 und 2 auch noch ziehen sollten, das ist effektiv genau das Gleiche. Ja. So, das Gerätewesen-Test. Mhm. Wähle ein Gerätewesen-Monster, das du kontrollierst. Beschwöre so viele Gerätewesen-Monster mit Link 1 als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof wie möglich in deine Zonen, auf die das Monster zeigt. Aber verbanne sie während der Endphase. Kannst du einen Gerätewesen-Test pro Spielzug aktivieren. Ja, also da schmeckt ja der Massenbeschwörer, wenn wir dann ein hochstufiges Gerätewesen Linkmonster haben, können wir natürlich dann ein bisschen extra drunter legen. Das kann durchaus interessant sein. Ja. So, dann Psi-Welle müsste ein Reprint sein, ne? Das ist eine neue Karte. Das ist eine neue Karte, okay. Neuer Support für das Jinso-Thema nämlich. Oh, Text ist mir zu klein, kannst du den vorlesen? Natürlich. Danke. So, falls du ein Maschinenmonster kontrollierst, lege ein Jinso von deiner Hand oder deinem Deck auf den Friedhof, füge deinem Gegner 600 Schaden zu. Während deiner Mainphase, außer dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Maschinenmonster in deinem Friedhof wählen. Lege ein Jinso-Monster von deinem Deck auf den Friedhof und falls du dies tust, füge das erzielgewählte Monster deiner Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von Psi-Welle nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, so eine kleine Vorbereitung für eine Jinso-Beschwörung finde ich halt schon ziemlich cool. Die Tatsache, dass wir mit dem zweiten Effekt ein Jinso-Monster reinlegen können, ist gar nicht mal so unwichtig. Mhm. Nämlich der Jinso-Jector, nämlich der Mini-Jinso mehr oder weniger, ist ja dazu in der Lage, uns ein Jinso zu beschwören. Also genau. Von daher ist die Psi-Welle dafür, das Einbringen von Jinso gar nicht mal so schlecht. Vor allem ist es halt auch wichtig, dass wir hier ein Maschinendeck halt brauchen, denn wir brauchen natürlich Maschinenmonster, die wir halt als Material, als Tribut halt anbieten oder als Kosten halt erbringen können. Also von daher. Ja. Für Maschinendecks eine ganz interessante Ergänzung, noch mal einen Jinso mit reinzuwerfen. Ja. Und dann haben wir hocheffizientes Ziehen. Mhm. Die ist bestimmt auch neu, oder? Die ist auch neu, ja. Zerstöre 2 oder mehr Monster, die du kontrollierst. Und falls du dies tust, ziehe für je 2 zerstörte Monster eine Karte. Während der Mainphase deines Gegners, falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst ein Monster wählen, das du kontrollierst, zerstöre es, und falls du dies tust, setze diese Karte. Aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Du kannst diesen Effekt von hocheffizientes Ziehen nur einmal pro Spielzug verwenden. Mhm. Hört sich erstmal schwierig, problematisch und vielleicht gar nicht mal so gut an, aber wenn man mal bedenkt, können ja beliebige Monster sein, die wir halt da zerstören dürfen. Also das ist ja schon mal das eine. Also wenn wir da so einen Massentokenbeschwörer, wie zum Beispiel einen Sündenbock oder ähnliches haben, oder ein Deck, was sich darauf freut, dass eigene Karten zerstört werden, ich meine, das losgekettete Monster-Thema ist da ja wirklich ganz interessant, dann kann man mit dem hocheffizienten Ziehen durchaus ein paar interessante Sachen dann anstellen. Also so ganz tot reden möchte ich die Karte halt nicht. Es ist halt eine Falle, das ist das einzige größte Manko halt natürlich wieder. Mhm. Aber mit dem passenden Setup kann man da durchaus ein paar lustige Sachen anstellen. Ja, doch. Das glaube ich gut. Eine gute Kombination, denke ich, könnte auch zum Beispiel der Schwarze Rosengarten sein. Ja. Schwarzer Garten. Also Möglichkeiten gibt es da mit Sicherheit. Man muss sie halt nur benutzen.
So, dann mache ich mal weiter mit einem sehr schönen Drachen, wie ich finde, nämlich dem Drachen von Koaki Mairo. So wirklich das Out-Monster gegen Licht und Finsternis lastige Decks. Mag ich den wirklich sehr. In Ultra Rare sieht er wirklich gut aus, aber ich muss sagen, in Ultimate Rare sieht er noch eine kleine Spur besser aus. Ja, aber, gut, aber ja, er war halt sonst auch nur, glaube ich, in Ultra Rare, glaube ich, verfügbar. Also das war schon der zweite Ultra Rare Print, mehr oder weniger, von dem Drachen von Koaki Mairo. Aber dadurch, dass die Karte halt schon so alt ist und Drachendecks immer mehr präsenter geworden sind in vielen Bereichen, aber auch Licht- und Finsternis-Monster sehr stark sind, ist der Drache von Koaki Mairo auch ein wirklich sinnvoller Reprint. Ja. Gut, dann geht es weiter mit elektrolytische Gerätewesenwelt. Auch eine interessante Supportkarte für die Gerätewesen. Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst in deiner Hand eine Gerätewesen-Karte von deinem Deck hinzufügen, außer einen Spielfeldzauber. Einmal pro Spielzug, falls du ein oder mehr Gerätewesen-Link-Monster als Link-Beschwörung beschwörst, du kannst deiner Hand ein Gerätewesen-Monster von deinem Friedhof hinzufügen. Einmal pro Spielzug, wenn ein Monster einen Angriff deklariert, du kannst ein Gerätewesen-Monster, das du kontrollierst, in eine andere deiner Main-Monster-Zonen bewegen. Du kannst nur eine elektrolytische Gerätewesen-Welt pro Spielzug aktivieren. Das sind viele Effekte, die man vergessen kann. Ja, aber wenn man das Deck so ein bisschen sich halt angeeignet hat, dann merkt man auch schon, dass das Deck die Karte auch wirklich sehr viel können. Also die Tatsache, dass ich halt zwei Monster mehr oder zwei Karten mehr oder weniger mehr suchen darf, finde ich halt schon extrem stark. Also das ist gar nicht mal so unübel. Und auch die Tatsache, dass die Monster ihre Zonen halt bewegen dürfen, finde ich auch nicht so unwichtig, denn durchaus einige Kombinationen sind nicht so schlecht, vor allem wenn man halt die Zonen halt für andere Monster halt braucht. Oder halt beide Effekte benutzen möchte, wenn man zum Beispiel, wenn die kreuzgelenkt sind und nicht mehr kreuzgelenkt sind. Richtig, also von daher ist es nicht ganz so unwichtig, diese Effekte auch zu nutzen. Ja. Gut, dann geht es weiter mit einem Schwarzflügel-Chris, das Morgengrauen als Reprint. Außerdem Nummer 3, Zikadenkönig. Da haben wir als Material zwei Monster der Nummer 3. Stufe 3. Der Stufe 3, genau. Und falls die Kampfposition dieser Karte geändert würde, du kannst ein Insektenmonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof in die Verteidigungsposition beschwören. Wenn der Effekt eines Monsters auf dem Spielfeld aktiviert würde, du kannst ein Monster von dieser Karte, ein Material von dieser Karte abhängen. Und dann das Monster wählen. Annulliere seine Effekte und lasse entweder ein Insektenmonster auf dem Spielfeld 500 AT Def erhalten oder ändere seine Kampfposition. Du kannst jeden Effekt von Nummer 3 Zikadenkönig nur einmal pro Spielzug verwenden. Interessante Karte auf jeden Fall. Man braucht halt ein bisschen Combo-Setup für die Karte, um diese Effekte halt wirklich sinnvoll nutzen zu können. Die Tatsache, dass ich schon Monster-Effekt annullieren darf, ist schon mal eine ganz nette Sache. Mhm. Gut, dann haben wir jetzt als Secret Rare Karte eines unserer fünf Boss-Drachen, nämlich Finsternis Metall Drache des Dunkelstahls. Ja, der Name gefällt mir gut. Der ist sogar gut gelungen, muss ich halt sagen. Ja. Von einem ursprünglichen Darkness Metal Dragon of Dark Steel, wie er im Englischen heißt. Ja. Klingt noch ein bisschen epischer, aber der deutsche Name ist gelungen, das muss man sagen. Also ich denke, dass wir als Deutsche die englischen Namen halt immer oft besser finden. Wahrscheinlich, in den meisten Fällen schon. So, wir haben hier ein Link 4 Monster. In Anlehnung an so einen rotäugigen, finsteren Metalldrachen. Er braucht 2+-Effekt-Monster mit demselben Typ und derselben Eigenschaft. Also halt nur finsternes Drachen zum Beispiel oder halt andere Monster, die gleichen Typen, gleiche Eigenschaft haben. Ja. So, du kannst eine deiner Monster wählen, die verbannt ist oder in einem Friedhof liegt. Beschwöre es als Spezialbeschwörung in einer Zone, auf die diese Karte zeigt, in die Verteidigungsposition. Aber seine Effekte werden annulliert. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzuges keine Link-Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Und das beschworene Monster wird unter das Deck gelegt, wenn es das Spielfeld verlässt. Du kannst diesen Effekt von Finsternis im Metall der Drache des Dunkelstahls nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, ist so ein kleines Monster Reborn, wenn man halt so möchte, mit Link 4 eher in längeren Kombos eher zu sehen. Mhm. Wenn man da wirklich dann halt ein Monster halt durch seine Kombo halt wiederbeleben möchte und dann halt auf Synchro-Beschwörung halt wechseln möchte. Die Tatsache, dass wir keine Link-Monster mehr beschwören können, ist schon eine gewisse Einschränkung. Ja. Auf der anderen Seite können wir uns dann eine ganze Menge mit zurückholen und dann halt auf verschiedene Synchro-Geschichten halt weitergehen oder Exis-Geschichten. Also da gibt es ja noch genug Alternativ-Beschwörungsmöglichkeiten. Und da in Verteidigungsposition beschwören muss, verhindert halt auch, dass wir Link-Monster wiederholen. Also von daher. Das ist eigentlich eine recht faire Karte, muss man halt sagen. Ja. Ja, aber er gefällt mir. Ich mag ihn. Ja, das glaube ich dir. Ich glaube, die fünf großen Drachen sind aber alle relativ fair. Ja, die sind jetzt nicht zu stark. Nein, die sind nicht übermäßig stark geworden. Das ist richtig. So, hier haben wir das Nummer 2 Numerontor DVE, nenne ich es jetzt einfach. Das kann das Gleiche wie die anderen beiden, die wir ja schon hatten. Genau, also müssen wir nicht kurz darauf eingehen. Die machen alle das Gleiche. Ja. Witzig finde ich, dass wir jetzt zweimal das Nummer 3 Monster haben. Ne? Also das ist irgendwie eine kleine... Ja, wir haben jetzt zwei verschiedene Nummer 3, ja. Ja, das ist schon
haben wir hier den guten alten Pinguin-Torpedo. Ja, den kennen viele aus der Serie, noch aus der Klassik-Staffel in der virtuellen Welt, wo Thea gegen Crump angetreten ist. Crump heißt er, genau. Genau. Und da haben wir den Pinguin-Torpedo auch drin vertreten. Der hat doch hier sogar noch einen etwas leicht aufgebesserten Effekt, wie ich finde. Ich finde das Artwork voll cool. Ja. Diese Karte kann direkt angreifen. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, du kannst ein Monster Stufe 6 oder niedriger wählen, das dein Gegner kontrolliert. Übernimm bis zur Endphase die Kontrolle darüber, aber seine Effekte werden annulliert. Zusätzlich kann es keinen Angriff deklarieren, solange du es kontrollierst. Du kannst diesen Effekt von Pinguin-Torpedo nur einmal pro Spielzug verwenden. Am Ende des Damage-Steps, falls diese Karte angegriffen hat, zerstöre diese Karte. Gut, also das mit dem Direktangreifen und Selbstzerstören, das kennen wir ja schon aus dem Anime. Die Tatsache, dass wir noch ein Monster des Gegners übernehmen dürfen, finde ich halt schon ziemlich cool. Ja. Vor allem, weil wir das Monster noch in der Main-Phase 2 ja für diverse Link-, Synchro-, Exis oder was auch immer Beschwörungen halt benutzen dürfen. Genau. Ist das ja schon ziemlich frech. Ist leider beschränkt auf Stufenmonster, also keine extra Deck-beschworenen Monster. Ja, aber trotzdem nicht zu verachten. Ja. Hier haben wir noch ein elektrolytisches Gerätewesen-Welt. Elektrolytische. Genau. Dann ein Annäherungsalarm, Alarmstufe gelb. gelb, vielleicht von wegen gelb brauche ich ja Oni, weil da Fledermäuse drauf sind. Die Karte ist nicht neu, ne? Die ist tatsächlich neu. Ja, okay. Ja, gut. Gut vorbereitet, Robert. Ja. So viele alte Karten, die immer wieder Reprints kriegen, wo ich halt noch nicht gespielt habe. Du bist halt schon viel länger dabei als ich. Ja, ich bin alt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Du bist alles so länger dabei bist. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, beschwöre ein Monster Spezialbeschwörung von deiner Hand, aber gib es am Ende der Battlephase auf die Hand zurück. Solange du das offene als spezialbeschworene Monster kontrollierst, kann dein Gegner keine anderen Monster als Angriffsziele wählen. Mhm. Du kannst nur einen Annäherungsalarm, Alarmstufe gelb pro Spielzug aktivieren. Das ist eine durchaus interessante Tech-Karte, die für ein paar böse Überraschungen halt sorgen kann, insbesondere wenn wir Monster beschwören, die noch ein paar Bonuseffekte mit sich bringen, zum Beispiel das zum einen oder auch Effekte, wenn er ein Monster durch Kampf zerstört. Also von daher ist nicht so verkehrt. Ja, könnte bestimmt irgendwo mal witzig werden. Ja. So, und ein erstes der Fossilmonster, die heißt nicht tatsächlich Fossilkrieger. Das ist der Fossilkrieger Schädelkönig. Mhm. Das ist eine ganze Reihe von Fusionsmonstern. Mhm. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich kann den Text aber nicht lesen. Gut, dann übernehme ich das mal. Also Dankeschön. Wir haben halt die Fossilkrieger. Die Karten, die Jim Crocodile Cook im GX-Anime auch gespielt hat, in der zweiten Hälfte der Serie. Und hier haben wir eines seiner Fusionsmonster. Wir brauchen als Material ein Felsmonster und ein Monster der Stufe 7 oder höher. Muss erst durch Fossilfusion an Spezialbeschwörung beschworen werden. Diese Karte kann während jeder Battlephase einen zweiten Angriff durchführen. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge durchschlagenden Kampfschaden zu. Während des Spielzugs deines Gegners Schnelleffekte. Du kannst ein Monster im Friedhof deines Gegners wählen, wirf eine Karte ab und falls du dies tust, beschwöre das Monster als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite. Du kannst diesen Effekt von Fossilkrieger Schädelkönig nur einmal pro Spielzug verwenden. Also wirklich ein sehr krasser Kollege. Nicht nur, dass er zweimal mit durchschlagendem Kampfschaden angreifen darf, nein, er mobst auch im gegnerischen Zug einfach mal noch gegnerische Monster vom Friedhof und das ist halt schon ziemlich frech. Und die darfst du noch behalten. Das ist noch viel schlimmer. Ja. Also von daher ist der Fossilkrieger Schädelkönig echt wirklich ein sehr, sehr cooles Monster. Der ist gut, ja. Ja, und von der Beschwörungsaufwand her würde ich den auch als übersichtlich bezeichnen. Also jetzt mit den Steinbefreiern, das mit Felsmonstern auch genug Support da. Genau, und passende Stufe 7 Monster, einen Blockdrachen hat man eigentlich auch fast immer parat. Ja, ich spiele den Riesensteinsoldat Turbo. Oder so. Dann mache ich mal weiter mit ebenfalls einem Pinguin-Torpedo. Sehr schön. Gefolgt von einem Gerätewesen-Waschdrachen. Ein Waschdrachen. Ja, eine kleine Waschmaschine halt. Der wäscht dir aber ordentlich den Kopf, wenn du nicht brav bist. Genau. So, wir brauchen auch hier ein Gerätewesen-Monster als Material für seine Linkbeschwörung. Diese Karte kann in dem Spielzug, in dem sie als Link-Material verwendet werden, indem sie als Link-Beschwörung beschworen wird. Das hat das andere Monster der Wagenkappa ja auch schon gehabt. Ja. Kein Spieler erhält Kampfschaden, an dem diese Karte beteiligt ist. Einmal pro Spielzug nach der Schadensberechnung. Falls diese kreuzgelinkte Karte gegen ein Monster eines Gegners kämpft, du kannst das Monster des Gegners verbannen. Einmal pro Spielzug nach der Schadensberechnung, falls dieses Monster, das nicht kreuzgelinkt ist, gegen ein Monster deines Gegners kämpft, du kannst das Monster deines Gegners zerstören. Und falls du dies tust, füge deinem Gegner Schaden in Höhe seiner Grund-ATK zu. Das finde ich halt auch schon ganz nett von dem kleinen Kollegen. Gut aufräumen, der kleine Junge. Ja, entweder verbannt der gegnerische Monster, wenn er kreuzgelinkt ist, oder zerstört einfach die gegnerische Monster und macht nochmal einen kleinen Extraschaden. Ja, also kriegst du keinen Kampfschaden. Das ist halt schon ziemlich cool. Das ist schön. Ja. Also der kann sich durchaus sehen lassen, der kleine Waschdrache. Ja. Ja, aber der wäscht auch nicht dem Gegner in den Kopf, würde ich sagen. Genau.
Gut, dann geht es weiter mit Beschworener K-Liga. Da weißt du mit Sicherheit, dass es ein Reprint ist. Das ist so gemein. Oh, was? Das ist schön, dass die ganzen beschworenen Monster außer der Mekaba alle ein Reprint bekommen. Ja, komisch, ne? Und der neue, der Auguides. Ja, gut. Aber der Mekaba hatte auch als einziger schon einen Reprint, mhm. Super Rare. Ja, dann haben wir einmal das Gerätewesen-Test. Da ist wieder so ein Waschstrahl drauf. Ja. Und da haben wir die Elektro-Aupe, auch ein neues Monster, die auch in Kombination mit deinem Annäherungsalarm, Alarmstufe Gelb durchaus interessant sein könnte. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster zerstören, das dein Gegner kontrolliert und dessen Angriffspunkte kleiner als die dieser Karte sind. Du kannst diesen Effekt von Elektro-Raupe nur einmal pro Spielzug verwenden. Alle Monster, die der Gegner kontrolliert, müssen angreifen, falls möglich. Oh ja, gut. Also, 2700 ist das schon nicht schlecht. Da kommt man schon ganz gut durch. Ne? Und vor allem, wenn man dann noch einen zufällig begrenzten Entferner auf der Hand hält oder verdeckt liegen hat, macht das Ganze nochmal doppelt Spaß, wenn alle gegnerischen Monster angreifen müssen. Ja. Das ist schon ziemlich frech. Mach mal so ein Verteidigungs-OTK daraus. Ne? Ja, genau. Du greifst an und stirbst. Ja, genau. Ein Überraschungs-OTK. Ja. Also eine recht coole Karte und auch vom Design her wirklich sehr sick. Ja, sieht gut aus. So, ich habe hier so ein cooles Trischula-Booster. Ich hoffe, wir kriegen den noch. Den möchte ich nicht haben. Der ist toll. Auch wenn er nicht übermäßig stark ist, aber. Ja. Oh, guck mal, Kaliga. Ja. Hey, Dirk, ist das eigentlich ein Reprint? Wer weiß. Den kennen wir schon, wird nicht ganz so oft gespielt. Ja. Finde ich aber mit Superpoly gar nicht schlecht. Mhm. Ein Gerätewesen Wiederholung. Wiederverwendung. Mhm. Ja, ist ja fast wiederholen. Ja. Wähle ein Gerätewesen-Monster in deinem Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung, aber lege es unter das Deck, wenn es das Spielfeld verlässt. Ja, das ist eine Wiedergeburt. Ganz einfach, ja. Schlicht einfach untergreifen. Da kann man aber besser Wiedergeburt spielen. Wahrscheinlich. Zumindest auf 1. Ein Großsalamander Sonnenlichtwolf. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde, den Reprint hat er nicht gebraucht, aber. Naja, gut. Jetzt ist er da, jetzt können wir uns nicht mehr wehren. Das ist richtig. Ein Nummerrunde 4 Tor Kadvari. Mhm. Haben wir jetzt schon das dritte Mal. Ja. Und jetzt ganz am Ende den Zeitstrom für die Fossilkriegermonster oder Fossilmonster. Mhm. Genau. Ich kann es sowieso vorlesen. Wähle ein Fossil-Fusionsmonster, das du kontrollierst, biete es als Tribut an. Falls du dies tust, beschwöre ein Fossil-Fusionsmonster, dessen Grundstufe 2 höher als die des Monsters ist, als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Dies wird als Fusionsbeschwörung mit Fossil-Fusion behandelt. Während deiner Main-Phase aus deinem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, du kannst diese Karte und ein Fossil-Fusionsmonster von deinem Friedhof verbannen und dann ein Fossil-Fusionsmonster in deinem Friedhof wählen, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Ja, nett. Auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also ja. Die hilft das Ganze nochmal ein bisschen zu beschleunigen. Vor allem, wenn man auf den Schädelkönig halt raus möchte, kann man dann auch über die kleineren Fusionsmonster halt dran gehen. Genau. Also, nicht verkehrt. Leider heißt sie nicht fossil, also ist sie nicht ganz so leicht suchbar. Das ist richtig. Das wäre auch sonst, glaube ich, ein bisschen sehr mächtig. Ja. Aber was brauchen wir heutzutage eigentlich, so sehr mächtige Sachen? Ja, das ist teilweise richtig, das stimmt schon. Gerade wenn man so gegen Eldlich kommt und so. Mhm. So, dann mache ich mal weiter mit dem Nachleuchten. Auch so eine ähnliche Karte, die wie unser Harakiri-OTK mehr oder weniger fungieren sollte, zumindest ein bisschen schlechter. Das Nachleuchten besagt, verbanne diese Karte und so viele Nachleuchten von deiner Hand, deinem Deck und deinem Friedhof und offen von deiner Spielfeldseite wie möglich. Dann mische einen deiner Verbannten Nachleuchten ins Deck. Während deiner nächsten Draw-Phase zeige die Karte, die du für dein normales Ziehen ziehst, vor und füge sie deinem Gegner 4000 Punkte Schaden zu, falls es Nachleuchten ist. Du kannst nur einen Nachleuchten pro Duell aktivieren. Oh, okay. Also sehr viel mit Glücksspiel, wenn man dann nicht gerade dazu in der Lage ist, sich dein Deck so zusammenzulegen, dass man das Nachleuchten natürlich passend in der nächsten Draw-Phase ganz oben liegen hat. Dann kann die Karte natürlich ordentlich Schaden machen. 4000 Punkte sollte man nicht vernachlässigen. Aber es ist halt wirklich sehr. Aber für so viel Setup sind nur 4000 Schaden aber nicht genug. Nee, das ist richtig. Also da muss man auch ein bisschen Schaden halt nachlegen. Und ja, darauf hoffen, dass man dann die Karte auch dann passend sich zurechtlegen kann. Also das wird nicht ganz so einfach sein. Gut. Muss man nicht viel zu sagen. Ja. Gut, dann geht es weiter mit der Feuersteindame. Eine neue Karte, auf die sich durchaus einige gefreut haben, weil sie auch gut zu unserem neuen Flammelenritter-Thema passt. Mhm. Denn unsere Feuersteindame kann Folgendes. Falls du ein Kriegermonster kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof legen, beschwöre ein Kriegermonster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Und falls du dies tust, kann dein Gegner es in diesem Spielzug nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Du kannst jeden Effekt von Feuersteindame nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, so ein weiteres gratis Level 4 Monster von der Hand finde ich mal gar nicht so verkehrt. Mhm. Und dass sie sich halt selber spezial beschwören darf, finde ich halt auch schon sehr praktisch. Das ist für Linkbeschwörung auch nicht schlecht. Zum Beispiel. Gut, dann geht es weiter mit einem schwarzen Wirbelwind als Reprint. Außerdem haben wir nochmal den Annäherungsalarm, Alarmstufe Gelb.
Und ich lege noch ein Eiszeitungeheuer Polarpinguin hinterher. Machst mir auch alles nach. Fast. So. Dann haben wir hier sichere Wache. Als Reprint? Ja. Gefolgt. Noch ein Nachleuchten, jetzt brauchen wir nur noch eins, dann können wir spielen. Ja. So, wir haben hier Super All-In. Ja, Support für die Blumenkarte hier abends. Ja, das kann ich von hier aus aber nicht lesen. Dann übernehme ich das mal. Dankeschön. Lege ein Synchro-Monster, das du kontrollierst, ins Extra-Deck zurück und falls du dies tust, beschwöre 4 Blumenkarte hier Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Dann ziehe eine Karte und zeige sie. Dann, falls es ein Blumenkarte hier Monster ist, kannst du es als Spezialbeschwörung beschwören, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Andernfalls zerstöre so viele Monster, die du kontrollierst, wie möglich. Falls du mindestens 1 zerstört hast, halbiere deine Lebenspunkte. Während der Endphase, falls sich diese Karte im Friedhof befindet, weil sie in diesem Spielzug durch einen Effekt eines Blumenkartian-Monsters dorthin gelegt wurde, solange sie dir gehörte, du kannst deiner Hand eine Zauberfalle von deinem Friedhof hinzufügen. Der erste Effekt ist ein bisschen riskant. Mhm. Der Blumenkartian-Deck vielleicht schon mal ein bisschen weniger. Aber trotzdem... Da die doch sehr viele Zauberkarten haben zur Unterstützung, könnte das schon... Könnte das auch nach hinten losgehen. Genau. Das ist halt schon richtig. Also es ist halt ein gewisses Risiko, deswegen hast du auch schon super All-In. Mhm. Na, also von daher muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Der zweite Effekt finde ich aber auch ganz praktisch, sich eine Zauberkarte vom Friedhof recyceln zu dürfen. Und zwar irgendeine. Ja, eine beliebige. Das ist schon extrem gut. Das ist gut, ja. Und ich mag das Artwork. Das sieht gut aus. Ja. Dann geht es. Wann war das denn? Nee, doch, das war meins. Das war dein Booster. Dann, ja. Dann würde ich dich nicht davon abhalten. Gut, dann haben wir hier Nummer 1, Numerontor Ekam. Mhm. Das kann das gleiche wie die anderen drei auch. Ja, genau. Sehr spannend. Ja, so macht man demnächst dann OTKs. Man nimmt vier Monster, die einfach dieselben sind. Genau. So. Fossilkrieger Schädelknochen. Der hat ein cooles Artwork, der gefällt mir. So, er braucht als Fusionsmaterial ein Felsmonster und einen Monsterstufe 4 oder niedriger. Muss erst durch Fossilfusion als Spezialbeschwörung beschworen werden. Diese Karte kann während jeder Battleface bis zu 2 Angriffe gegen Monster durchführen. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, füge deiner Hand einen Zeitstrom von deinem Deck hinzu. Du kannst diesen Effekt von Fossilkrieger Schädelknochen nur einmal pro Spielzug verwenden. Und damit hast du schon mal deinen Sucher für den Zeitstrom. Ja, das gefällt mir. Ja. Also von daher eine sehr coole Karte auf jeden Fall. Und wirklich ein sehr geiles Artwork. Ja, die sehen wirklich gut aus. Es erinnert mich ein bisschen an Dinosaurier, was irgendwo auch Sinn macht. Ja. Und die werde ich auf jeden Fall mal irgendwann mal spielen. Ich habe auch so eine leichte Tendenz, das auch mal auszuprobieren. Riesensteinsoldat Turbo. Ja. Also auch ein Felsmonster. Hat so ein bisschen den gleichen Charakter wie Feuergras-Boteka. Ja. Gut, ich mache mal weiter mit einem weiteren Gerätewesen, nämlich dem Trocknerdrachling. Ja, wo der Waschdrach ist, da ist der Trocknerdrachling nicht weit entfernt. Wir brauchen auch hier wieder ein Gerätewesen als Material. So, diese Karte kann nicht in dem Spielzeug als Linkmaterial verwendet werden, indem sie als Linkbeschwörung beschworen wurde. Diese gelinkte Karte erhält 1000 Angriffspunkte, das ist schon mal ganz nett. Ja. So, außerdem einmal pro Spiel, so während jeder Battle-Phase. Falls diese Karte kreuz gelinkt ist, außer während des Damage-Steps, du kannst die Orte von 2 Gerätewesen-Monstern, darunter diese Karte, in deiner Main-Monster-Zone vertauschen. Und falls du dies tust, kann das andere Monster in dem Spielzug während jeder Battlephase einen zweiten Angriff durchführen. Einmal pro Spielzug, wenn diese Karte nicht kreuzgelinkt ist, als Ziel für einen Angriff gewählt wird, du kannst den Angriff annullieren. Oh. Also Positionswechsel kann gar nicht mal so verkehrt sein. Mhm. Ne, hilft insbesondere auch nochmal diesen kleinen Angriffsbooster zu bekommen für unseren kleinen Drachen. Aber auch ansonsten sind da ganz lustige Spielereien, glaube ich, ganz gut möglich. Ja, wir brauchen noch welche mit Pfeilen nach unten, damit wir die kreuzlinken können. Mhm. Oder nach links unten. Also links unten oder links unten, ja. Oder rechts unten, je nachdem. Ja, der Wagenkappe hatte gerade nach oben. Ja, das ist richtig. Irgendwo Pfeile nach unten. Das ist richtig. Haben wir aber bestimmt noch. So, dann haben wir einmal den Formatsch Springer als Reprint für die Cyber-Steam-Decks. Die freuen sich über den kleinen Kollegen. Ja. Dann haben wir einmal den beschworenen Elysium. Okay. Gefolgt von einem neuen, sehr geilen Monster, auf das ich mich auch schon freue für mein niederträchtiges Deck, nämlich den niederträchtigen Musterdrachen, den Paradigmen-Dragon. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss erst als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du ein niederträchtig Monster von deinem Extra-Deck verbannst, solange niederträchtiger Musterdrache nicht auf dem Spielfeld liegt. Falls niederträchtige Welte nicht auf dem Spielfeld liegt, zerstöre diese Karte. Einmal pro Spielzug, du kannst eine niederträchtige Karte von deinem Deck auf den Friedhof legen, lege eines deiner verbannten Synchro-Monster der Stufe 8
im Extra-Deck zurück. Dann kannst du das Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzuges nur noch mit den niederträchtigen Monstern angreifen. Und dadurch, dass man ein beliebiges Level 8 Synchro-Monster quasi beschwören darf, das verbannt ist, ja, kann man mit der Karte durchaus eine ganze Menge Unsinn anstellen. Ja. Da lassen sich ein paar sehr schöne Sachen anstellen. Ja. Und das ist aber wirklich ein sehr ordentlicher Klopper mit 4000 Angriffspunkten. Also der reicht ja gut in die Riege von Cyber-Enddrache und Regenbogendrache rein. Also von daher. Der Stufe 10, da kann man Züge draus machen. Da kann man Züge draus machen. Also wirklich eine sehr geile Karte, auf die ich mich schon sehr, sehr stark gefreut habe. Ja. So, und dann haben wir als letztes für dieses Booster noch die Probenuntersuchung. Auch wieder für die Fossilmonster. Mhm. Zeige eine Fossilfusion in deiner Hand vor. Lege ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof und falls du dies tust, deklariere einen Typ und eine Stufe. Dann sieht dein Gegner sich seine Hand und seinen Deck an und legt ein Monster mit dem deklarierten Typ und der deklarierten Stufe davon auf den Friedhof, falls möglich. Du kannst nur eine Probenuntersuchung pro Spielzug aktivieren. Ja, das hilft es uns, wenn man das Themendeck des Gegners kennt, gezielt Monster auf den Friedhof zu jagen, mhm, von seiner Hand oder seinem Deck. Also man zwingt ihn mehr oder weniger dazu, dann noch was reinzuschmeißen. Ja, finde ich schon ganz praktisch. Hilft auch die Fossilfusion auch entsprechend zu nutzen. Also ja. Von daher. Leider muss man dafür die Fossilfusion auch zusätzlich auf der Hand haben. Ja, gut, aber die kriegt man da irgendwo relativ gut auf die Hand, denke ich. Ja. So, dann machen wir mal weiter. Mhm. Ja, viel interessantes Zeug bisher, muss ich sagen. Ja, vielleicht kriegen wir von den beiden ganz tollen Karten noch was. Falls wir keine ziehen, gehen wir am Ende darauf ein, ja, was das sein könnte. Mhm. Hier haben wir noch ein Gerätewesen-Dosentroll. Mhm. Schön. Ein Nummer 3 Zikadenkönig. Mhm. Den hattest du gerade schon. Ja. Nochmal ein Formatspringer. Ein Galaxiewurm, auch also ein Reprint. Netter Reprint. Ja, sieht nur ja ganz schick aus. Ja. Und zum Schluss haben wir Nummer C1 Numeron Chaos Tor Sunja. Ja, und das ist wirklich auch ein sehr krankes Boss. Mit einem wunderschönen kleinen Text. Oh ja, den ich dann mal wieder vorlesen werde. Dankeschön. So, wir brauchen 4 Monster der Stufe 2 für seine Beschwörung. Außerdem können wir diese Karte auch als Exis-Beschwörung beschwören, indem wir Nummer 1 Numeron Tor Ekram, das wir kontrollieren, als Material verwenden. Das entsprechende Material wird an diese Karte mit transferiert. Falls diese Karte als Exis-Beschwörung beschworen wird, verbanne alle Monster auf dem Spielfeld. Einmal pro Spielzug während deiner nächsten Standby-Phase, nachdem diese Karte verbannt wurde. Du kannst diese verbannte Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Dann, falls ein Numeron-Netzwerk in deiner Spielfeldzone liegt, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der kombinierten Angriffspunkte aller verbannten Exis-Monster zu. Also, falls die OTK-Angriffswelle durch die kleinen Numeron-Karten nicht ausgereicht hat, kann man den letzten verbleibenden Schaden im Zweifelsfall mit dem Numeron-Chaos-Tor Sunja nochmal austeilen, weil das sind im besten Falle auch nochmal 3000 Angriffspunkte. Ja. Ja, das ist schon ordentlich. Das ist nicht schlecht. Mhm. So, dann brauchen wir jetzt nur noch das Netzwerk und dann... Netzwerk und nochmal die Spielkarte, also die Beschwörungszauberkarte, die gibt es ja auch noch. Ja. So, ich mache aber erstmal weiter mit Ra's Schüler. Oh, auch eine ja, kleine Anlehnung an den kommenden Support für den geflügelten Drachen von Ra, mhm, in einem der nächsten Nebensets. Bin mal gespannt, wann der denn wohl bei uns rauskommt. Ja, das ist richtig. Dann haben wir Nummer S39, Utopia der Blitz. Also wer noch keinen von den Kollegen hatte, hat jetzt nochmal die Chance, sich den nochmal zu sichern. Und jetzt sind Ultra Rare, ist ganz schick. Ja. Und dann haben wir einen Großsalamander Gazelle. Gut, ob der jetzt wirklich nötig war, frage ich jetzt mal eher nicht so sehr. Ja. Dann haben wir Gerettewesen Wagenkapper. Und wir legen noch einen Fossilkrieger-Shell-Knochen daneben. Ich hab dir doch gesagt, du machst mir alles nach. Fast alles. Na, fast. So. Oh, das ist eins der zwei besten beschworenen Monster, würde ich fast sagen. Der Purga-Trio. Mhm. Der rutscht weg. Gut, dann haben wir den Zerstörungsschwert des Drachenbusters. Ja. Eine Karte, wo ich sagen muss, dir muss verboten werden, unbedingt, sofort. Jetzt ein Ultra-Rare, aber ganz schön. Vorher war nur ein Common. Ja. Mir gefällt der. Ja. Der sieht check aus. Ja, auf jeden Fall. Ein Artefakt-Heiligtum. Genau. Ein Reprint, der doch gebraucht wurde. Mittlerweile wurde die Karte auch wieder teurer, wurde seltener. Genau. Und Artefakte sind durchaus eine Option, die man ganz gut in vier Decks mit reinschmeißen kann. Ja. Dann haben wir hier noch einen Pinguin-Torpedo. Mhm. Und zu guter Letzt von mir eine dunkle Zauberregeneration. Mhm. Ist die Karte neu? Die ist neu, ja. Okay. Das könnte auch so eine alte Karte sein, die ich einfach nicht mehr kenne. Wenn ein Monster deines Gegners seinen Angriff deklariert, wähle einen Zauber in deinem Friedhof, in den Friedhof deines Gegners, setze ihn auf deine Spielfeldseite. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und eine Wiedergeburt von deiner Hand oder Gesetz von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof legen. Beschwöre ein, der geflügelte Drache von Ra als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Dann kannst du ein Monster, das der Gegner kontrolliert, auf den Friedhof legen. Zusätzlich lege das als Spezialbeschwörung beschworene Monster während der Endphase auf den Friedhof.
Tja, die Karte kennt man ja schon von Marek aus der Serie. Also die funktioniert im Prinzip genauso ähnlich. Holt uns einfach einen geflügelten Drachen, das Ra, und setzt uns eine Zauberkarte des Gegners auf den Friedhof, aufs Spielfeld. Was ich auch gar nicht mal so schlecht finde, ehrlich gesagt. Da kann man damit auch eine Wiedergeburt des Gegners einfach mopsen und die dann auf den Friedhof legen? Du weißt, worauf ich hinaus will. Wiedergeholt vom Gegner klauen, das ist nicht schlecht. Ja. Und dann ein Ra vom Friedhof holen. Ja. Dann kann man relativ einfach vom Deck auf den Friedhof kriegen. Das ist richtig. Und dann kann man damit mit dem neuen Supporter bestimmt tolle Sachen machen. Ja, bestimmt. So, kommen jetzt eine von den beiden schönen Karten. Beiden ganz seltenen. Von den ganz, ganz seltenen? Ja. Von den richtig, richtig seltenen? Ja. Das wäre natürlich ziemlich cool. So, ich mache aber erstmal weiter mit einem Gerätewesen Kopierscheuche. Und diese Namen sind super. Ja. Das wäre ein Deck für dich. Ich habe jetzt im ersten Augenblick Kopierseuche auch gedacht. Gut, aber ja, mal gucken, vielleicht spielt ihr das Deck auch mal an. Mal gucken. So, wir brauchen aber erstmal Folgendes. Du kannst ein Gerätewesen-Monster wählen, das du kontrollierst. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Und falls du dies tust, wird der Name dieser Karte bis zur Endphase gleich dem Namen des Monsters. Während deiner Main-Phase, außer in dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Gerätewesen-Monster wählen, das du kontrollierst. Beschwöre ein Monster mit demselben Namen als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof. Und wir dürfen diesen Effekt von Kopierscheuche nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, also kleiner Spam auf jeden Fall mit unseren kleinen Gerätewesen möglich, und die Kopierscheuche unterstützt das Ganze noch ein bisschen. Ja. Dann geht es weiter mit einer Gerätewesen-Trockner-Drachling-Karte. Ich finde den Namen so super. Dann einmal Nummer 3, Nummer und Tor Trini. Da finde ich es halt komisch, dass jetzt die Nummern halt doppelt belegt haben. Ja. Gut, dann habe ich noch eine sichere Waffe und wir haben eine Fossilfusion. Das ist auch eine schöne Karte. Genau, die besagte Karte, die wir halt brauchen, um unsere Fossilkrieger zu beschwören. Das ist auch sehr schön, dass das Artwork angelegt ist auf die Originalfusion. Ja, genau. Nur halt Polymerisation. Nur in fossilisierter Form quasi. Ja. Wir beschwören ein Fossil-Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von unserem Extra-Deck, indem wir das entsprechend aufgeführte Fusionsmaterial von beliebigen Friedhöfen verbannen, außer für Material, das entsprechende Friedhofsanforderungen aufgeführt hat. Falls du Monster von beiden Friedhöfen verbannt hast, kann kein Spieler das als Spezialbeschwörung beschworene Monster als Ziel für Monstereffekte wählen. Falls ein oder mehr offene Fossil-Fusionsmonster, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, solange sich diese Karte im Friedhof befindet, du kannst diese Karte von deinem Friedhof deiner Hand hinzufügen und du kannst diesen Effekt von Fossilfusion nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr nett. Also nur mal gut recyceln. Ja, einen guten Schutzeffekt nochmal für unsere Fossilfusionsmonster. Kann sich echt sehen lassen. Ja, wenn der Gegner mit passenden Stufen spielt. Ja. Macht die Karte Spaß. Ja. Und endlich spielt ein passendes Level. So, hier Nummer 1, Nummerontor Ekam. Dann nochmal ein Angriffs-Schwarzflügel Soraya, der Regensturm. Ja, das ist ein schöner Reprint. Ja. Der ist gut für Synchro-Gespamme, weil man den noch als Empfänger verwenden kann. Dann ein Gerätewesen, was steht da? Staubsaugerfand. Und die sind, das könnte echt ein Deck für dich werden, glaube ich. Staubsaugerfand. Da bin ich ja schon fast dazu genötigt, das Ding mal zu spielen. Das kann ich aber sogar lesen, das versuche ich jetzt mal. Cool. Diese Karte kann in dem Spielzug, in dem das Linkmaterial verwendet wurde, nicht als Linkmaterial verwendet werden, in dem Spielzug, in dem sie als Linkmaterial verwendet wurde. Schwierige Sätze. Also alle Gerätewesen-Monster können nicht als Linkmaterial verwendet werden, in dem Spielzug, in dem sie Link beschworen wurden. Gut, ja. So, das sparen wir uns jetzt für den Rest des Tages. Diese Karte kann direkt angreifen, solange sie nicht kreuzgelegt ist. Du kannst eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen. Und dann eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Oh. Falls diese Karte kreuzgelegt ist, du kannst ein Monster in der Main-Monster-Zone deines Gegners wählen, zerstöre es. Du kannst nur einen Effekt von Gerätewesen Staubsaugerfand vom Spiel zu verwenden und den Spiel zum einmal. War doch schwieriger, als ich dachte. Der Text ist doch kleiner, als ich erwartet hatte. Okay, dann werde ich gleich mal die ersten Texte, die der gleichen Größenordnung angehören, auch mal weiter vorlesen. Besser. Ja, gut. Ja, kann zwei Karten zerstören, ist doch gar nicht so schlecht. Ja. So, dann haben wir einen beschworenen Raijin. Schönes Target für Instant-Fusion. Ja. Und ein verwitterter Soldat. Das ist ein Felsmonster für Fossil, würde ich sagen. Das kann ich auf jeden Fall besser lesen. Falls diese Karte durch Kampf zerstört oder durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deiner Hand ein Fossilfusion oder eine Karte, die ausdrücklich Fossilfusion in ihrem Text erwähnt, außer verwitterter Soldat, von deinem Deck hinzufügen. Du kannst diesen Effekt von verwitterter Soldat nur einmal pro Spielzug verwenden, einmal pro Spielzug während deiner Endphase. Diese Karte verliert 600 ATK.
Damit 4 Sternen und 2000 Angriffspunkte muss die irgendeinen negativen Effekt haben. Natürlich, sonst wäre das ja auch fast unfair. Ja. Ja, aber sonst die Fossilfusion suchen zu dürfen, finde ich schon gut. Ja, mit einem schwarzen Loch dann. Ja. Das ist schön. Das ist schön, ne? Gegnerische Monster einsorgen und auch eine passende Fusionskarte raussuchen, um die gerade zerstörten Monster wieder zu verwerten. Genau. Was will man mehr? Ja. Gut, vielleicht zum Beispiel einen schwarzen Wirbelwind, wenn man ihn noch nicht hat. Aber nicht für Felsmonster. Das ist richtig. Dann haben wir einen Elementar, hätte glänzender Flügelmann, auch ein langer überfälliger Reprint, würde ich mal sagen. Ja. Außerdem haben wir nochmal die Numeron-Mauer, gefolgt von der Zerstörungsschwert des Drachenbusters. Und ich lege nochmal einen Chimera-Tech Megaflottendrache als Reprint in Secret Rare nochmal daneben. Das ist schön in Secret Rare. Ja. Mittlerweile nicht mehr ganz so gewollt, bzw. ganz so oft gespielt, weil... Ja. Extra Deck, Monster in der extra Monsterzone nicht mehr ganz so oft vertreten sind. Das ist richtig. So, dann mache ich hier weiter mit einem Gojo-Wächter. Mhm. Passend zum Gojo-Verteidiger. Ein Nummer 3 Numeron-Tor Trini. Die Psi-Welle. Mhm. Noch mehr Jinzo-Support. Eine Feuersteindame. Und als Secret Rare haben wir den Fossildrache Schädelgios. Mhm. Das ist ein komischer Name. Ein riesen T-Rex. Ja, liest du den bitte vor? Aber natürlich. Dankeschön. Wir brauchen für ihn als Material ein Felsmonster und ein Monster der Stufe 7 oder höher im Friedhof unseres Gegners. Muss erst durch Fossilfusion als Spezialbeschwörung beschworen werden. Vor der Schadensberechnung, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, du kannst die derzeitige Angriffs- und Verteidigungspunktzahl des Monsters des Gegners bis zum Ende des Damage Steps vertauschen. Falls diese Karte am Monster in Verteidigungsposition angreift, füge durchschlagenden Kampfschaden zu. Und falls diese als Fusionsbeschwörung beschworene Karte gegen ein Monster eines Gegners kämpft, wird der Kampfschaden verdoppelt, die sie dem Gegner zufügt. Also das ist schon ein ziemlich ordentlicher Effekt, also Punkte vertauschen zu dürfen im besten Falle, wenn der Gegner halt weniger Verteidigungs- als Angriffspunkte hat, dann noch mit doppelten Schaden angreifen zu dürfen, ist schon ordentlich. Ja, doch, das ist nicht schlimm. Mit 3500 Angriffspunkten. Da kommt man schon über einiges drüber. Ja. Eine Karte, die Spaß machen würde. Die ist nur Stufe 8, da kann man keine Züge rausbauen. Ja, schade. Man muss auch nicht aus allem einen Zug bauen, also von daher... Das wäre ja auch ein bisschen sehr stark über. So, dann machen wir weiter mit einem Super-All-In, gefolgt von einem Gerümpeldübel. Übel, sprach der Dübel, als er in der Wand verschwand. Ja, dann haben wir noch ein weiteres Gerätewesen, nämlich unseren Sicherungskarbunkel. Während der Schadensberechnung, falls ein Gerätewesen-Monster, das du kontrollierst, gegen ein Monster eines Gegners kämpft als Schnelleffekt, du kannst diese Karte abwerfen. Für den Kampf kann das Monster, das du kontrollierst, nicht zerstört werden. Zusätzlich erhältst du auch keinen Kampfschaden. Falls ein oder mehr Gerätewesen-Monster, die du kontrollierst, durch einen Karteneffekt zerstört würden, kannst du stattdessen diese Karte von deiner Spielfeldseite oder deinem Friedhof verbannen. Ja, netter kleiner Schutzkollege, der nochmal hilft, um unsere kleinen Gerätewesen zu schützen. Ja. Finde ich sehr, sehr schick. Ja. Gut, dann haben wir noch einmal als Reprint unserer Bruderschaft der Feuerfaust Löwenimperator. Mhm. Außerdem haben wir noch einen neuen Fossildrachen, nämlich den Schädelgar. Wir brauchen ein Felsmonster und ein Monster der Stufe Fee oder Nirigo im Friedhof unseres Gegners. Außerdem kann die Karte folgendes. Muss erst durch Fossilfusion als Spezialbeschwörung beschworen werden. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge durchschlagenden Kampfschaden zu. Und du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen. Füge deine Hand Fossilfusion von deinem Deck hinzu. Du kannst diesen Effekt von Fossildrache Schädelgar nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, nett. Kann sich sehen lassen. Ja, die Fossilmonster sind doch sehr toll, finde ich. Ja, und vor allem machen sie alle durchschlagenden Kampfschaden und können mehrfach angreifen. Das ist schon ziemlich ordentlich. Ja. Gott. Dann rushen wir nochmal schnell durch die restlichen Booster. Genau, Zeit wird ein wenig knapp hier. Genau. So, dann lesen wir jetzt gar nicht mehr so viel vor. Beschworener Elysium. Mhm. Dann nochmal ein Gerätewesen. Sicherungskarbunkel. Sicherungskarbunkel, ja. Ein Galaxiewurm. Ein Necros von Gungnir. Mhm. Schicker Reprint. Ja. Und eine Beschwörung in Secret. Ja, das ist schick. Das ist wirklich schick, ja. Also getoppt wird das Ganze nur noch von der in Ultimate Rare. Ja. So, dann lege ich nochmal schnell nach. Ein Nachleuchten, außerdem ein großer Lavender-Sonnenlicht-Wolf, gefolgt von einer Hundeschule, die jetzt auch mit Rise of the Duelist interessant werden dürfte. Ja. Dann haben wir einen Gojo-Wächter und nochmal ein Trishula-Drache des Eisgefängnisses. Wirklich ein sehr cooles Monster, das wir nochmal sehr, sehr kurz erwähnen wollen. Wir brauchen 3 Monster mit unterschiedlichen Namen als Material für diesen Kollegen. Muss entweder als nur mit Monstern...
in deiner Hand oder auf der Spielfeldseite als Fusionsbeschwörung beschworen werden oder als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck beschworen werden, indem wir die entsprechenden Materialien von unserem Spielfeld verbannen. Indem wir sie halt kontrolliert und brauchen auch keine Polymerisation oder ähnliches für ihre Beschwörung. Genau. Falls diese Karte nur mit Monstern vom ursprünglichen Typ Drachen als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst 3 Karten vorzeigen und dann verbannen. Eine von unserem Deck, eine von unserer oberste Deckkarte des Gegners und eine vom gegnerischen Extra-Deck. Und wir dürfen diesen Effekt auch nur einmal pro Spielzug verwenden. Mhm. Da ein bisschen aufräumen zu können beim Gegner, finde ich ganz nett. Insbesondere hat das Extra-Deck ein bisschen auszudünnen, kann gegen einige Decks halt sehr hilfreich sein. Und so kann man auch direkt das Deck des Gegners sehen im ersten Spielzug und weiß sofort, was er spielt. Mhm. Je nachdem, welche die oberste Karte dann war. Und das ist richtig. So, dann haben wir noch einen Reprint von einem Elementarheld Another Neos. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, warum der auf Deutsch Another heißt. Ja. Ein niederträchtiger Musterdrache. Mhm. Ein Buch des Mondes. Ein Annäherungsalarm, Alarmstufe gelb. Mhm. Und als letztes ein Wunderriss. Mhm. Das ist ein riesen Steinsoldat drauf. Mhm. Gut für dich. Passt zum Fossil. Soll ich noch vorlesen? Ja, ganz kurz. Okay. Lege ein Felsmonster Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck auf den Friedhof. Dann, falls sich Fossilfusion in deinem Friedhof befindet, ziehe eine Karte. Mhm. Kannst du eine Wunderriss pro Spiel zu aktivieren. Mhm. Das ist nicht schlecht. Cool. Mal extra Karte ziehen. Ziehen kann man immer gerne. Ja. So, dann haben wir einmal als Reprint Topologic Zero Boros. Wer sich das Structure Deck nicht kaufen möchte, kann die Karte jetzt auch so kriegen. Dann haben wir Goyo Verteidiger, außerdem niederträchtiger Musterdrache, einen Nummer 3 Zikadenkönig und eine F0 utopische Zukunftskeilerei. Das ist ein geiler Name. Ja, cooler Name. Der Effekt ist ganz okay. Den werde ich jetzt nicht näher erläutern, da wir leider ein bisschen unter Zeitnot stehen. Ja. Trotzdem vom Effekt von der Artwork her wirklich sehr cool. Ja, passt auch zu den Utopia-Monstern. Mhm, auf jeden Fall. So, dann mache ich hier mein letztes Booster los. Mhm. So, hier haben wir ein Gerätewesen Staubsaugophant. Ich finde den Namen immer noch so super. ein Velerephon, das... Das mystische Ungeheuer des Waldes. Ja, das kann ich wohl nicht auch so schlecht lesen. Ja. Noch ein Drache von Quachimeru, mhm. ein Blumenkartian Kirschblüte und die Probenuntersuchung als letztes. Gut, dann gucken wir mal, ob wir jetzt noch eine der legendären Karten aus diesem Set nochmal kriegen, nämlich einen Nummer 39 Utopia mit der Sechselschrift. Die Astralschrift, genau. Die Astralschrift oder einen 10.000 Drachen. In Starlight Rare. Das wäre cool. Wir gucken aber mal. So, ich habe Nummer 2 Numerontor Dwe. Außerdem haben wir Nekros von Gungir. Dann haben wir noch ein Großalamander Gazelle. Dann noch ein Angriff Schwarzflügel Sohava der Regensturm. Und dann noch ein Finsterwaffe Drache der Zerstörung. Ja, den finde ich nochmal als Abschluss eigentlich auch ganz cool. Dann haben wir zumindest mal 4 der 5 Drachen schon mal gezogen. Ja. Und ja, das ist ein ganz nettes Kollegen, ein ganz gutes Monster, das sich ähnlich wie seine Ursprungsform halt auch auf bestimmte Friedhofsanzahl bestützt und dann entsprechend Karten beim Gegner entsorgen kann. Ja. Coole Sache. Damit sind wir dann auch schon für unser Opening auch leider schon durch. Wir hätten gerne noch ein bisschen mehr gezeigt, aber manchmal kommt es halt anders, als man das gerne geplant hat. Ja, doch, leider. Aber ich muss halt sagen, wir haben halt sehr, sehr viele coole Sachen gezogen. Vor allem sehr viele unterschiedliche Sachen, auch was die Secret Rare Karten halt angeht. Mhm. Da sind ein paar sehr nette Sachen halt bei rumgekommen. Ich denke, das Set kann sich durchaus sehen lassen. Es hat eine Menge interessanter Sachen auf jeden Fall drin. Die neuen Themendecks sind wirklich sehr, sehr gelungen. Also das Fossilthema ist wirklich ein Beatstick-Deck vor dem Herrn. Und ja, ich glaube, es bringt ein bisschen Potenzial mit sich. Versammeln wir auf jeden Fall auch ein paar so gute Reprints mit dabei. Mhm. Ja, das so das abschließende Fazit von meiner Seite. Ja, doch. Ist ein sehr schönes Set. Mhm. Lange drauf gewartet. Ja. Alles klar. Dann wollen wir natürlich ganz gerne wissen, was haltet ihr denn von dem neuen Set Battle of Legends Armageddon? Schreibt mal fleißig Kommentare unter das Video und dann sehen wir uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.